Hey, ich bin Basti von Geekpunkt und heute heißt es natürlich nicht 6 nimmt, sondern ja mindestens 18 mal nimmt, denn heute kein Spiel für Hornochsen. Ich habe euch ein All-In mitgebracht zu 6 nimmt, dem Klassiker von Wolfgang Kramer, erschienen bei Amigo. Und der Dank geht auch raus an Amigo-Spiele, denn ich habe zwar wirklich viel von 6 nimmt gehabt, aber ein paar Sachen haben die extra aus ihrem Archiv rausgekramt, damit ich es euch heute zeigen kann. Deswegen hier auch ganz wichtig, unterstützt durch Produktplatzierungen, aber ja, es gibt heute nur 6 nimmt und deren ganzen Varianten. Aber für dich auf YouTube, weil wir das gerade wieder live auf Twitch aufnehmen, natürlich eine tolle Geschichte. Amigo hat euch eine 30-Jahre-Edition spendiert. Das heißt, das Ding gibt's zu gewinnen. Alle Infos zum Gewinnspiel findest du in der Videobeschreibung. Und du musst eigentlich nur eine Sache tun. Du schreibst einfach in die Kommentare, welche Version dir am besten gefällt. Ja, mit etwas Glück kriegst du eine 6 nimmt 30 Jahre Edition. Und ich würde mal sagen, wir fangen erstmal damit an. Für alle, die nicht genau wissen, was 6 nimmt ist, dann zeige ich euch das mal. Ich erkläre auch jetzt immer mal wieder ein bisschen Regeln. Seht mir nach, das sind so viele Versionen, so viele Varianten. Ich werde nicht alle Regeln perfekt im Detail erklären. Dafür gibt es Regelerklärvideos und Spielanleitungen. Also schaut euch das nicht an, wenn ihr das Spiel lernen wollt, sondern mein Video ist dafür gedacht, euch mal einen kompletten Überblick zu geben, was es denn in der Welt von 6 nimmt, so alles in den letzten 30 Jahren gab. Und dann gebe ich euch wie immer auch mein Fazit, was davon eigentlich mir am besten gefällt. Also die kleine Kaufempfehlung, wenn du jetzt nur eins dieser Varianten kaufen dürftest, was wäre es denn? Also, wir gehen rein in den Lachs und wir schauen uns mal 6 nimmt an. So, hier haben wir 6 nimmt. Das ist die aktuelle Version, wie sie im Handel erhältlich ist. Das Besondere hier ist, dass sie komplett plastikfrei ist. Das ist also auch schon mal richtig cool. Das heißt, hier drin, selbst die Karten sind hier in Papier eingeschlagen. Es ist außen so ein Klebeetikett dran. Das ist aber auch ganz geschickt gelöst, dass dieses Klebeetikett auch Teil des Designs ist. Das heißt, es stört nicht so sehr, dass es mit einem Etikett ist. Ich habe hier aber auch eine der ersten Fassungen, wie sie ursprünglich rausgekommen ist. Ihr seht, vom Design hat sich da auch nicht sonderlich viel geändert. Ja, aufgenommen in die Auswahlliste damals zum Spiel des Jahres. Und hier in dieser Version das Ganze noch ein bisschen oldschool, da waren die Anleitungen noch in schwarz-weiß gedruckt und innen halt klassisch in Plastik eingepackt. Das Ding ist deswegen auch noch verpackt, weil mir das Amigo zur Verfügung gestellt hat. Das muss ich am Ende des Videos auch wieder zurückgeben, das aus ihrem Archiv. Ich habe auch aus dem Archiv von Amigo noch diese Version. Die kam 2010 raus, anlässlich des 30-jährigen Firmenjubiläums von Amigo-Spiele. Da haben die ihre Spiele in so lustige Täschchen reingepackt, die man dann so aufmachen kann. Und innen sind halt dann die Karten, Spielanleitung. Kann man einen Block mit reintun und einen Stift für Punkte aufschreiben und so weiter, um das Ganze noch ein bisschen mehr so als Reiseedition zu haben. Prinzipiell sind die aber erstmal inhaltlich deckungsgleich. Es gibt immer eine Standardversion, die wird jetzt auch über alle 6 nimmt immer dieselbe sein. Und dann gibt es zusätzliche Regeln. In dem Falle sind das immer dieselben Profi-Regeln und wie das Spiel funktioniert, das zeige ich euch jetzt mal kurz. Ich habe hier einfach mal eine Version für 2 Spieler aufgestellt. Wir legen immer 4 Karten offen in eine Auslage und jeder bekommt 10 Karten verdeckt auf die Hand. Worum geht's? Wir wollen durch geschicktes Ausspielen unserer Karten vermeiden, dass wir hier eine Reihe nehmen müssen. Wie der Name 6 nimmt schon sagt, sobald man die 6. Karte legen muss, nimmt man sich 5 Karten. Deswegen heißt die englische Version auch Take 5. Das heißt, die 6. Karte sorgt dafür, dass man die vorher liegenden 5 Karten nimmt. Das ist ein bisschen irreführend, aber hat man auch relativ schnell verstanden. In seiner Runde schaut man sich seine Karten an und überlegt halt, welche Karte man spielen möchte. Ich spiele jetzt zum Beispiel mal hier diese 76 aus. Und dann gibt es einfache Legeregeln, nämlich ich muss immer aufsteigend anlegen. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel, könnte ich die 76 ja an die 27 anlegen. Die zweite Legeregel ist allerdings, es soll den kleinstmöglichen Abstand haben. Das heißt, ich müsste in dem Falle an die 40 anlegen. Ich kann natürlich nicht an die 90 oder die 79 anlegen, denn die sind natürlich höher. Das heißt, meine Karte würde jetzt hier hinkommen. Alle Spieler spielen ihre Karten verdeckt aus. Die niedrigste fängt an und so wird hier immer angelegt. Wenn ich aber eine Karte spiele, die kleiner ist als immer die letzte Karte, die gerade ausliegt, dann muss ich eine Reihe nehmen. Ich kann mich aber entscheiden, welche. In dem Falle würde ich vielleicht zum Beispiel die abräumen. Jetzt ist diese Karte bei mir und bringt Negativpunkte. Und zwar hat man so viele Negativpunkte, wie Hornochsen abgebildet sind. Das heißt, die Zahl selber ist uninteressant. Es geht um die Hornochsen. Da gibt es also Karten, die machen besonders viele Minuspunkte. Und wer da als erstes 66 Minuspunkte dann hat, der
hat das Spiel quasi verloren. Dann endet das Spiel und dann wird halt geguckt, wer ist Sieger. Das heißt, es ist ein Spiel mit negativen Punkten. Der Gewinner ist, wer am wenigsten negative Punkte hat. Das sind erstmal auch alle Regeln in der Grundvariante. Das Ganze könnt ihr von 2 bis 10 Spielern sogar spielen in der Standardversion. Das heißt, das geht auch für große Runden. Alle haben gleichzeitig was zu tun. Jetzt gibt es auch eine Profi-Variante. Und zwar in der Profi-Variante kennt ihr die Karten, die gespielt werden. Das heißt, jeder Spieler bekommt 10 Karten und diese Auslage. Und dann kann man hier ein Open Drafting veranstalten. Was heißt Open Drafting? Die Karten liegen quasi aus und abwechselnd nimmt man sich immer Karten auf die Hand. So kannst du auch sehen, was deine Gegner für Karten haben. Und das heißt, in der Profi-Variante kennst du einfach den Gesamtkartenbestand am Tisch. Das kannst du prinzipiell mit jeder Version spielen. Also ob du jetzt die neueste Version dir kaufst oder irgendeine andere Version hast. Diese sogenannte Profi-Variante, die ist einfach im Standard immer dabei, weil es einfach nur eine Anpassung der Grundregeln ist, aber das Ganze immer noch so spielbar ist. Das Spiel generell ist eigentlich ab 10 Jahren, Amigo hat dazwischen auch immer wieder ausprobiert, dieselben Versionen ab 8 Jahren zu veröffentlichen. Ich denke, der Schwierigkeitsgrad liegt irgendwo so zwischen ab 8 und ab 10. Für Kinder zeige ich euch jetzt dann gleich auch noch Varianten. Das war erstmal so das Grundspiel, wie es damals auch die Nominierung zum Spiel des Jahres bekommen hat, hier für die Empfehlungsliste. Nach 10 Jahren Jubiläum kamen die ersten Sondereditionen mit diversen Zusatzvarianten und jetzt schauen wir uns mal an, was gibt es da noch so für Zusatzvarianten, wie kann man 6 Nimmt da noch ein bisschen variantenreicher gestalten. So, hier habe ich für euch die 10 Jahre Edition, das war die Jubiläumsedition von 6 Nimmt und die bringt nochmal 8 Spielvarianten mit. Spielerisch ist sie identisch, auch hier danke an Amigo, dass sie mir diese zur Verfügung gestellt haben, denn das ist eine auf 500 Stück limitierte Sonderedition, die besitze ich selber auch nicht, wenn du die hast als Sammler, heb sie gut auf. Hier haben wir wirklich nämlich eine Variante, die habe ich extra auch nicht ausgepackt, da ist innen auch noch so ein Echtheitszertifikat mit dabei, um zu zeigen, dass das halt wirklich so eine Sonderedition ist. Die Karten sind aber auch hier wieder identisch, das heißt, es kommen gar keine Sonderkarten mit hinein, sondern anhand der Grundkarten kommen jetzt Regelvarianten von dieser Version. Die erste Variante ist die Taktikvariante. Und wie funktioniert die? Man nimmt so viele Karten, wie Spieler dabei sind, mal 10. Also zum Beispiel, wenn man zu zweit spielt, nimmt man 20 Karten plus 4 Karten extra. Am besten nimmt man die in einer Reihenfolge, zum Beispiel dann halt von 1 bis 24. Dadurch kennen jetzt alle Spieler die Karten, die im Spiel sind. Davon werden wieder 4 offen ausgelegt, die anderen Karten ganz normal verdeckt verteilt. Aber nun kann man natürlich mitzählen, welche Karten waren schon gespielt und kann erahnen, welche Karten der Gegner noch ausspielen muss. Das ist also quasi ein bisschen mehr taktische Tiefe, ein bisschen weniger Glück. Das unterscheidet es dann gar nicht so weit von der Variante, von der bisher immer als Profi-Variante in den Regeln gesprochen wurde. Das ist jetzt die sogenannte Logik-Variante. Auch hier kennt man die Karten, aber wir legen sie offen aus und wir draften sie. Das habe ich euch vorhin schon mal erklärt. Das heißt, jeder kann sich seine 10 Handkarten aus dem Pott zusammenstellen und dadurch weiß man noch mehr, welche Karten jeder Spieler hat, welche hier im Spiel sind. Neu ist eine Turniervariante. Hier schreibt man sich seine 10 Handkarten auf einen Zettel. Nach der Runde schreibt man auf, wie viele Minuspunkte man mit diesen Handkarten hatte. Der Zettel wird reihum gegeben. Man spielt so oft, wie viele Mitspieler da sind. Und jeder nimmt sich nun jetzt passend zu dem Zettel wieder Karten aus dem Stapel. So spielt jeder quasi immer dasselbe Kartendeck. Und am Ende wird geguckt, wer hat denn unter den gleichen Voraussetzungen, also mit denselben Handkarten, am wenigsten Minuspunkte gemacht. Als vierte Variante wird nun wieder von einer Profi-Variante gesprochen und das ist die Profi-Variante, die wohl die meisten Menschen kennen. Und zwar kann ich nun entscheiden, wenn ich eine Karte ausspiele, ob ich sie rechts anlege oder links anlege. Das Ganze macht es dadurch natürlich noch deutlich komplizierter, deutlich mehr Hirnschmalz wird gebraucht, aber es passieren auch deutlich mehr random Geschichten, weil durch das Ausspielen der Karten sich natürlich hier immer mehr die Voraussetzungen verändern. Diese Variante kann man zum Beispiel auch digital auf Boardgame Arena spielen und ist somit eine der Varianten, die meisten Leute auch so mitspielen, wenn sie das Ganze ein bisschen fortgeschrittener haben wollen. Wichtig natürlich auch hier wieder, wenn ihr Karten links anlegt, es geht immer um die niedrigste Differenz. Das heißt, ihr könnt jetzt die 27 nicht an die 71 anlegen, aber halt hier an die 45. Die nächste Variante ist eine Variante, wo man die Karten offen ausspielt. Dazu wird die 1 zu einer Startspielerkarte, die immer reihum gegeben wird. Wer dran ist, spielt einfach eine seiner
seine Handkarten offen aus und legt sie an und jetzt kann der nächste Spieler eine Karte offen auslegen und so weiter. Das heißt, hier wird nun deutlich kontrollierter und strategischer, wo ich meine Karten hinspiele. Nimmt aber auch ein bisschen den Reiz raus, wenn alle umdrehen und sagen, ha, du musst zuerst legen, und man plant ja dann doch, man möchte dahin und kann dann da nicht hin, weil die Reihe abgeräumt ist. Das ist bei der Version so ein kleines bisschen raus. Dafür spielen wir das Ganze offen. Die nächste Variante trägt den Namen Raffiniert. Dazu bekommt jeder nun 14 Karten statt der obligatorischen 10 und spielt zwei Karten gleichzeitig aus. Zum Beispiel könnte ich ja eine 3 und eine 44 spielen und der andere Spieler spielt eine 21 und eine 38. Hier ist jetzt die Besonderheit, dass die niedrigste Karte vorgibt, wer anfängt, seine Karten zu legen. Man legt aber beide Karten. Das heißt, mit der 3 würde ich jetzt hier zum Beispiel vielleicht was abräumen und dann diese Karte hier hinspielen. Und jetzt muss der nächste Gegner seine Karten spielen und hat zum Beispiel gar keinen Platz mehr. Das heißt, hier wird es noch ein bisschen strategischer, zum Beispiel seine hohe Karte mit einer niedrigen Karte auszuspielen, um halt dafür zu sorgen, die hohe Karte schlauer anlegen zu können, weil man beide Karten gleichzeitig spielt und nicht davon abhängig ist, was der Gegner gespielt hat. Ähnlich ist eine Variante, wo man auch 14 Handkarten nun hat, aber nacheinander ein oder zwei Karten ausspielt. Das heißt, wieder das Prinzip, ich sehe, was mein Gegner gespielt hat, ich kann aber eine Karte spielen, und wenn ich möchte, direkt noch eine zweite. Hier ist jetzt die Besonderheit, wenn ich eine Reihe abräume, kann ich mich entscheiden, welche dieser Karten ich wieder zurück auf meine Hand nehme und welche dieser Karten wirklich in meinen Minusstapel kommen. Ziel ist es natürlich, die Handkarten loszuwerden. Das heißt, man wird vielleicht versuchen, die ein oder andere Karte doch in den Minusstapel zu nehmen, damit die Handkarten schneller weg werden. Aber abgeräumte Karten kriege ich auf die Hand. Das Ganze kriegt hier so einen ganz neuen Twist, der ein bisschen weniger mit dem Original 6 nimmt zu tun hat, aber durchaus reizvoller ist, als einfach nur stupide die Karten nacheinander zu spielen, da ich jetzt ja entscheiden kann, absichtlich eine Reihe abzuräumen, um gewisse Karten zum Beispiel auf die Hand zu bekommen. Für die letzte Variante braucht ihr zwei Kartenspiele, das heißt, ihr spielt da nicht mit 104, sondern mit 208 Karten. Und hier ist jetzt das Besondere, dass es Dubletten gibt. Und Dubletten können aufeinander gespielt werden. Das heißt, wenn du zweimal dieselbe Karte hast, kannst du sie gleichzeitig ausspielen. Wenn bereits eine Karte ausliegt, kannst du die andere Karte draufspielen. Das ist wahrscheinlich die langweiligste Variante, aber wer hat schon zwei Spiele? Der Vorteil ist, dass man hier halt wieder mit diesen vielen Karten dann halt auch in einer viel größeren Runde das Ganze spielen kann. Also zwei Spiele Sets quasi zu einem Spiel zusammennimmt, mit der Sonderregel, dass man Dubletten aufeinander legen kann. So, bisher konnte man alles mit den Standardkarten von 6 nimmt spielen. Das heißt, völlig egal, welche Version du hast, du kannst diese ganzen Hausregeln, Sonderregeln, Fanregeln für dich nutzen oder nicht nutzen. Ab der 20 Jahre Edition, die 2014 rausgekommen ist, kommen jetzt echte Sonderkarten und die zeige ich dir jetzt. Hier haben wir jetzt die 20 Jahre 6 nimmt Edition. Da kommen 10 Sonderkarten dazu und auch nochmal ein paar Sonderregeln, die ihr spielen könnt. Das Coole an den Sonderregeln ist, die könnt ihr auch mit anderen Varianten spielen. Aber hier haben wir die Sonderkarten. Es gibt jetzt auch 0,0 bis 0,9. Was hier das Schöne an der Edition ist, die hat hier hinten so einen schönen goldenen Hornochsen drauf als Jubiläumsedition. Und wie funktioniert das jetzt? Die Regeln sind gleich wie sonst auch, aber jeder bekommt verdeckt eine von diesen Nullerkarten noch auf seine Hand. Wenn er die ausspielt, gilt natürlich wieder, wer hat die niedrigste Karte gespielt. Sagen wir mal, einer hat die 0,7 gespielt, dann ist die natürlich als allererstes dran. Und die gilt nun als Joker natürlich. Das heißt, die kann ich nun an jede beliebige Reihe anlegen. Es gilt aber auch wieder, wenn ich es an eine Reihe anlege, die ich jetzt nehmen müsste, dann muss ich die Reihe auch nehmen. Und das Anlegen bedeutet jetzt, dass die 48 weitergeführt wird. Das heißt, das gilt jetzt als 48,7. Heißt so viel wie, ich habe einfach die 48 kopiert und jetzt könnte man hier drüben mit einer 49 wieder drüber gehen. Das ist die einzige Variante, die hier quasi mit hinzukommt. Ist aber ganz cool, dass wir bei einem Joker natürlich wissen, wir kommen in jedem Fall als erstes raus und wir können uns die Reihe aussuchen, wo wir legen. Das heißt, das kann manchmal, wenn die Reihen schon ziemlich voll sind, ein relativ guter Zug sein. Nachteil ist, die anderen Spieler haben halt auch Joker und wenn einer eine 0,1 spielt und ich eine 0,7 habe, dann ist die 0,1 natürlich früher dran und das könnte passieren, dass ich auch mit einem Joker mir eine Reihe nehmen müsste. Als neue Regelvariante kommt die Variante Schiebung ins Spiel. Die könnt ihr auch mit den anderen Editionen spielen. Und zwar habt ihr jetzt 10 Karten auf der Hand und wählt eine Karte aus, die ihr an euren
Sitznachbarn weiterschiebt, ihr bekommt natürlich auch eine Karte geschoben und erst dann werden Karten ausgespielt. Jede Runde schiebt man sich eine von seinen Handkarten weiter, außer in der letzten Runde. Diese Karte wird einfach so ausgespielt und dadurch kann ich natürlich versuchen, meinen Gegnern Karten zu schieben, die ich selber nicht möchte, muss aber natürlich darauf achten, ich kriege natürlich auch Karten zurück. Manchmal muss man eine Karte schieben, die einem sehr gefällt. Das kann nochmal sehr viel Varianz am Tisch bringen und könnt ihr einfach auch mit der Grundregel kombinieren. Eine weitere Regelanpassung ist, dass nun variable Reihen möglich sind. Und zwar, sobald ein Hornochse gespielt wird, also eine Karte, die mehr als zwei dieser Symbole drauf hat, bestimmt diese Karte nun, wie viele Karten noch daneben dürfen. Und zwar in dem Falle, es dürfen maximal zwei Karten liegen. Danach müsste man die Reihe abräumen. Wenn ich zum Beispiel jetzt diesen Hornochsen hier hinspielen dürfte, dann dürfen hier noch drei Karten hin. So können die Reihen manchmal länger werden. Manche Reihen werden dadurch aber auch gegebenenfalls kürzer. Und das ist auch eine Variante, die ihr ohne weiteres einfach mit euren bestehenden sechs Nimmt-Karten spielen könnt. Braucht ihr keine Sonderedition dazu. So, wir werfen jetzt gemeinsam einen Blick auf die 25-Jahre-Edition. Da kommt sogar noch Block und Stift dazu und 28 Sonderkarten. Also du merkst, da kommt immer mehr dazu. Und was da alles anders ist, das zeige ich dir jetzt. So, hier habe ich für euch die 25-Jahre-Edition. Die kam mit ein paar Sonderkarten. Die gibt es, glaube ich, so auch noch ab und an im Handel. Die kam also vor 5 Jahren raus. Das Schöne hier ist, die hat hier so einen Klappdeckel. Innen drin habt ihr noch ein Grußwort von Wolfgang Kramer, einen Bleistift, einen Block und eure Karten. Und da kommen jetzt Sonderkarten rein. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Jeder bekommt 12 Handkarten und 3 Sonderkarten. Und da spielen wir dann 2 Runden mit. Es gibt 7 verschiedene Sonderkarten. Das heißt, jeder hat 2 Sonderkarten. Man weiß aber nicht genau, was für Sonderkarten man hat. Und diese Sonderkarten kann man jederzeit ausspielen, wann immer man möchte. Ich zeige euch hier mal so ein paar Sonderkarten. Zum Beispiel hier. Dann eröffnet man einfach eine 5. Reihe. Das heißt, legt seine Karte einfach in eine 5. Reihe. Also diese Reihe muss man dann natürlich auch garantiert nicht abräumen. Natürlich, sobald die 5. Reihe gespielt wurde, kann nicht ein anderer eine 5. Reihe eröffnen. Das heißt, die Karte kannst du im Zweifelsfalle nur einmal nutzen. Dann gibt es diese Karte, die sorgt einfach dafür, dass man nicht ab der 6. Karte nimmt, sondern ab der 7. Karte. Dadurch kann man halt einfach eine Reihe ein bisschen länger machen. Legt man einfach mit an eine Reihe an. Dann gibt es eine Karte, die einem erlaubt, dazwischen zu legen. Das heißt, man kann eine Karte auch an eine andere Position einsetzen. Solange sie aufsteigend in die Reihe passt, muss sie aber gar nicht unbedingt ans Ende einer so einer Reihe angelegt werden. Dann gibt es die Möglichkeit, über Ersetzen einfach 2 Karten miteinander auszutauschen. Das heißt, man setzt sich an eine ganz andere Stelle hin. Man tauscht quasi die Karte des Spielers. Also auch das eine super einfache Variante. Dann habt ihr die Möglichkeit, durch das Verschieben einfach eine Karte von einer Reihe woanders hin zu schieben und dann erst eure Karte auszulegen, was natürlich dafür sorgt, dass ihr vielleicht nicht eine Reihe abräumen müsst, aber euer Gegner jetzt eine Karte dazu bekommen hat, die ihm die Reihe zu dick macht. Und bei diesem Verschieben dürft ihr auch zwischen in die Reihe hineinschieben, um eine Reihe zu verlängern. Also auch richtig eklig. Genauso eklig ist Stopp, denn Stopp sagt, in dieser Reihe darf man jetzt nichts mehr anlegen, was natürlich auch hart ist, weil natürlich dadurch jetzt weniger Reihen ausliegen. Und last but not least, diese Karte, die einem einfach dabei hilft, wenn man schon eine Reihe nimmt, dann werden jetzt die Minuspunkte in Pluspunkte umgewandelt. Das heißt, letztendlich positiv werden kann man nicht, aber auf die Weise kann ich bereits gesammelte Hornochsenkarten im Wert der Karten, die ich gerade sammeln müsste, abwerfen. Das heißt, ich im Zweifelsfalle habe ich somit weniger Minuspunkte und damit bin ich natürlich dem Sieg ein kleines bisschen näher. Diese Regeln könnt ihr euch rein theoretisch auch selbst bauen, da diese Karten ja losgelöst von den eigentlichen Spielkarten sind. Das heißt, ihr könntet da euch irgendwelche Tokens auch ausdenken. Ansonsten bringen die natürlich einfach noch mehr Möglichkeiten rein, wenn einem der Spielzug gerade nicht gefällt, den Spielzug für sich noch mal ein kleines bisschen zu optimieren. Schafft ein bisschen mehr Interaktion am Tisch. So, das war jetzt die 25-Jahre-Edition. Da steckt schon einiges an neuen Sachen drin. Aber ganz neu auf dem Markt ist die 30-Jahre-Edition. Die ist jetzt frisch rausgekommen. Und die schauen wir uns jetzt an, denn da steckt am meisten drin. So, hier habe ich für euch jetzt die 30-Jahre-Edition, die ist 2024 jetzt rausgekommen und ihr seht schon, das ist in so einer Buchedition. Ähnlich wie es bei anderen Spielen von Amigo ist, ist da hier auch noch so ein Gummiring dabei. Im Normalfall brauchst du den nicht, aber wenn du das quasi unterwegs hast, damit die Schachtel nicht aufgeht, kannst du diesen Gummi quasi hier rummachen, um das Ganze noch transportabel zu machen. Wenn du es bei dir im Brettspielregal hast, brauchst du es in aller Regel nicht. Du kannst das einfach innen reintun. Hier innen noch mit Grußworten, schöne Anleitung. Ihr bekommt jetzt eine kooperative Variante dazu. Das heißt, hier ist das Spannende, dass das Spiel jetzt kooperativ spielbar ist und damit auch solo spielbar. Dazu noch so ein Block
halt zur Punktewertung und die obligatorischen Karten. Die ganzen Sonderkarten habe ich schon rausgenommen, weil da zeige ich dir jetzt mal, was da alles so an Sonderregeln dazu kommt. Die erste Sonderkarte, die hier mit dazu kommt, ist eine gerade-ungerade Karte. Die wird zu Spielbeginn einfach an die Karte angelegt, die am niedrigsten ist. In dem Fall ist das die 11 und die ist ungerade, also legen wir die ungerade Karte an. Und jetzt müssen hier weitere Karten, die angelegt werden, immer ungerade sein. Es gilt aber weiterhin aufsteigendes Anlegen. Sobald ich irgendeine Reihe abräume, es muss gar nicht die sein, wird diese Karte wieder verschoben an die nächsthöhere Karte. In dem Fall wäre das die 30 hier oben. Und weil die gerade ist, wird die auch auf die gerade Seite geschoben. Und jetzt gilt für diese Reihe, ab jetzt muss hier gerade angelegt werden. Also ein ganz einfacher Kniff, aber der bringt hier einfach auch nochmal ziemlich viel Spielspaß rein, weil jetzt die Hälfte der Karten in dieser Reihe nicht mehr funktionieren. Eine weitere Variante ist die Bergsteigen-Variante. Und zwar haben wir jetzt hier eine Karte, die entweder sagt, wir müssen absteigend oder aufsteigend anlegen. In dem Falle legen wir die immer an die unterste Karte an. Jetzt muss man zum Beispiel absteigend anlegen und sobald auch hier wieder irgendeine Reihe abgeräumt wird, wird die Karte umgedreht und woanders hingelegt und so ändern sich immer wieder die Regeln in einer Reihe. Darf ich da nun auf- oder absteigend anlegen? Neu ist auch die sogenannte springende Kuh. Die springende Kuh wird zum Spielbeginn neben die niedrigste Karte gelegt und die macht einfach die Reihe schon ein kleines bisschen voll. Das heißt, wieder wenn hier 5 Karten liegen und man die 6. anlegen müsste, wird die Reihe abgeräumt. Das Besondere ist aber, dass die springende Kuh dann weiterspringt. Die springt beim Anlegen nämlich weiter dann in die Reihe mit der niedrigsten Zahl und kann passieren, dass man dadurch vielleicht sogar mehrfach eine Reihe abräumen muss und sorgt halt immer dafür, dass man in gewisse Reihen eine Karte weniger legen darf jetzt, weil die springende Kuh die Reihe belegt. Wenn ich eine Reihe nehme, wo die springende Kuh drin ist, darf ich die springende Kuh selber nicht nehmen. Das kann also auch ein taktischer Vorteil sein, weil du so natürlich gegebenenfalls weniger Minuspunkte machst, weil du die springende Kuh nicht in deine Ablage bekommst. Die nächste Variante nennt sich Zahlendreher und zwar sind hier für jeden Spieler eine so eine Karte vorgesehen. Das ist so ein besonderer Joker, den jeder bekommt und man kann einmalig im Spiel diesen Zahlendreher ausspielen. Was kann so ein Zahlendreher jetzt. Wenn ich zum Beispiel eine 61 ausspiele, kann ich den Zahlendreher ausspielen. Jetzt wird die 61 zur 16 und ich kann sie also hier unten anlegen. Dadurch habe ich also die Möglichkeit, einmalig quasi die zwei Ziffern zu tauschen. Bei einer 101 beispielsweise würde der Zahlendreher nicht funktionieren. Die bleibt immer eine 101. Genauso eine 4 bleibt eine 4. Da bringt mir der Zahlendreher also auch nichts. Und jetzt die Variante, die wohl für alle am spannendsten ist, nämlich die kooperative Variante, mit der ich das Spiel nun auch solo spielen kann. Dafür habe ich hier so ein kleines Board. Und wie funktioniert es nun? Und zwar spielen wir gegen den Büffel und auch der Büffel bekommt 10 Karten ausgeteilt. Wir wissen allerdings nicht, was für 10 Karten das sind. Die kommen hier hin und zusätzlich kommen hier solche Karten ins Spiel, solche Sonderkarten, nämlich Schlag den Büffel-Karten. Und die kommen uns sehr bekannt vor, denn wir haben auch hier wieder eine 7. Reihe. Wir können auch hier wieder frei reingehen. Wir können Karten tauschen. Wir können frei anlegen. Wir können eine Reihe stoppen. Das heißt, wir haben hier Sondereffekte, die kennen wir durchaus schon aus der 25-Jahre-Edition, die ich euch vorhin gezeigt habe. Es gibt auch noch Karten, die habe ich euch vorhin nicht gezeigt. Es gibt zum Beispiel jetzt diese Sonderkarte. Damit sortiert ihr die Karten, die ihr ausspielt. Bedeutet, sie werden nicht nach der Reihenfolge ihres Wertes ausgespielt, sondern ihr entscheidet frei, in welcher Reihenfolge sie ausgespielt werden. Und dann gibt es noch eine Karte, die einfach bestimmt, was ist die letzte Karte, die ausgespielt wird, auch hier unabhängig ihres Zahlenwertes. Und wir spielen unsere Karten kooperativ verdeckt aus. Wir dürfen nicht sprechen, welche Karten wir ausspielen am Tisch. Und dann wird umgedreht und es wird auch gleichzeitig vom Bullen umgedreht. Und auch der legt nun Karten an. Und auch der Bulle kann natürlich eine Reihe abräumen. Wenn er die Wahl hat, welche Reihe abräumt, nimmt er immer die, die weniger Minuspunkte macht. Und am Ende musst du es einfach schaffen, besser zu sein als der Bulle. Das heißt, wir nehmen uns die Sonderkarten jetzt von der 25-Jahre-Edition, allerdings jetzt kooperativ, das heißt, wir benutzen sie zum eigenen Vorteil. Wie kommen die ins Spiel? Wir haben hier einen Nachziehstapel mit diesen Sonderkarten, davon werden 2 aufgedeckt und wir können dann, wann immer wir möchten, im Laufe des Spiels uns diese Karten nutzen. Sobald wir eine nutzen, wird wieder eine neue aufgedeckt. Man muss aber ein bisschen aufpassen, wir haben nicht unendliche von diesen Karten. Je nach Spieleranzahl werden hier unterschiedlich viele Karten per Zufall bestimmt, das heißt,
heißt, wir wissen auch nicht, welche coolen Sondereffekte könnten noch kommen, wenn wir eine Karte benutzen und das Ganze hier quasi als kooperative Variante oder auch solo spielbar. Wobei, wenn du das Spiel jetzt solo oder zu zweit spielst gegen den Büffel, musst du die doppelte Punktzahl als er schaffen. Erst bei 3 und mehr Spielern müsst ihr einfach nur mehr Punkte oder weniger Minuspunkte, um es so zu formulieren, als der Büffel schaffen. So, und jetzt ist ja die ganz spannende Frage, was ist so meine Lieblings-6-Nimmt-Variante? Ich kann euch sagen, die Standardvariante funktioniert schon sehr gut mit vielen Leuten. Ich finde das Kooperative mit den Sonderkarten aber eigentlich echt ganz schön. Ich muss sagen, ihr müsst eigentlich gar nicht so sehr versuchen, die alten Versionen zu kriegen, denn ihr kriegt mit der neuesten Version definitiv alles, was ihr braucht. Ihr habt nämlich dann auch die Sonderkarten der 25-Jahre-Edition, die ihr ja auch kompetitiv nutzen könnt. Ihr habt die ganzen Zusatzregeln, wenn ihr wollt, weil die im Zweifelsfalle immer nur mit Hausregeln zu tun hat. Ob ich jetzt die Profi-Variante, Links etc. funktioniert eigentlich alles sehr, 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 sehr gut. Das heißt, mit der Version seid ihr eigentlich am coolsten dabei oder halt der Standardversion, die ihr schon habt. Man muss sagen, viele von diesen Versionen klingen eher wie so Hausregeln. Es ist immer ganz nett, dass es dabei ist. Vieles verändert natürlich auch den Kern des Spiels. Ich muss sagen, ich finde 6 nimmt in der Standardversion eigentlich schon richtig cool. Wir spielen manchmal die Variante, wo man links anlegen muss und da muss ich sagen, da bin ich einfach totally lost. Das ist einfach für mich keine Version, die ich verstehe. Wenn wir da jetzt noch eine Trinkspielvariante machen würden, dann wäre ich der Erste, der nach 5 Minuten einfach besoffen ist. Also ich komme mit der Standardversion eigentlich super klar. Es ist immer ganz nett, wenn es einfach noch ein bisschen nette Add-ons gibt. Was ich am wenigsten verstehe, ist, dass man irgendwie 2 Decks kombiniert oder so Turnierregeln macht. Ich glaube, da gibt es andere Spiele, die können da viel, 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 viel mehr. Aber wir sind ja noch lange nicht durch bei dem Video. Ich möchte dich auf YouTube noch mal ganz kurz dran erinnern. Es gibt diese wunderschöne 30 Jahre Edition zu gewinnen. Du musst einfach nur unten in die Kommentare schreiben, welche Version du am liebsten spielen willst. Gerne kannst du mir auch ein Like, Follow, Glocke etc. dalassen. Das erhöht auf jeden Fall nicht deine Gewinnchancen, bringt dir aber Karma und mir bringt es einfach noch ein bisschen mehr Reichweite. Würde mich freuen. Das soweit mal zu 6 nimmt. Das war aber nicht alles, was es in den letzten 30 Jahren gab. Es gibt nämlich noch diverse Kartenspielvarianten und die will ich dir jetzt zeigen und die verändern die Regeln so stark, dass sie eben nicht mehr als 6 nimmt zu bezeichnen sind, sondern jetzt ganz andere Namen haben. Also die erste Variante, die ich euch hier mitgebracht habe, ist 6 nimmt Junior. Die ist für 2 bis 5 Spieler und das Schöne hier schon ab 5 Jahren. Es sind noch 2 Varianten dabei für etwas ältere Kinder und der Hauptunterschied ist, dass wir jetzt hier Karten haben mit Symbolen drauf und eben nicht mehr irgendwelchen Zahlenwerten. Wir haben hier 6 verschiedene Kühe, die auch gleichzeitig durch eine gewisse Farbe angezeigt werden. Die Spielregeln sind für Kinder auch deutlich runtergebrochen. Es ist nämlich jetzt positiv, eine Kartenreihe abzuräumen. Warum wollen wir die abräumen? Ja, weil wir Bilder sammeln von unseren Kühen und wer die meisten Bilder sammelt, der hat gewonnen. Wenn wir drankommen, ziehen wir eine Karte vom Stapel. Wir haben also keine Karten auf der Hand und dürfen die nun an eine beliebige Reihe anpassen, wo aber noch nicht das bestehende Symbol ist. Also hier ist schon grün, das heißt, ich packe die vielleicht hier hin, dann ist der nächste dran, der dreht eine um, der hat jetzt hier so eine Joker-Karte, die passt aber hier hin. Perfekt. Und wir machen das so lange, die kann ich jetzt hier nicht mehr anlegen, aber hier hin. Sobald ich also die letzte 6. Karte lege, dann darf ich diese komplette Reihe jetzt nehmen für mich. Das ist jetzt meine Reihe und dann wird hier wieder mit einer neuen Reihe gestartet. Das ist also die für Kinder zugängliche Variante. Was hier auch anderes ist, dass jetzt das Artwork von Barbara Spelger ist. Das heißt, nicht mehr von Franz Vohwinkel, der ursprünglich das Ganze designt hat. Das kann man jetzt schlechter finden oder besser finden. Ich wollte es einfach nur anmerken, dass wir hier also auch neue Illustrationen haben. Und es gibt jetzt eine Variante ab 6 Jahren, die finde ich auch für 5-Jährige schon deutlich besser. Und zwar ziehen wir nicht einfach nur vom Stapel, sondern wir haben 3 Karten auf der Hand, können immer entscheiden, welche Karte von der Hand wir spielen und ziehen dann wieder eine auf. Ich finde, das kann man auch 5-Jährigen zumuten. Das macht es dann nicht so random, dass ich einfach immer nur eine Karte vom Stapel ziehe und dann sofort entscheiden muss, was Sache ist, sondern ich ein bisschen Handkarten habe. Und jetzt gibt es auch noch eine Variante für 7-Jährige. Die wird dann schon ein kleines bisschen komplizierter. Und zwar haben wir jetzt wieder Minuspunkte. Und zwar haben wir jetzt das System, dass wir 3 Handkarten haben und wir müssen unsere Karten passend anlegen an eine Farbe, die schon ausliegt. Das heißt, die könnte ich nicht spielen, die könnte ich nicht spielen, aber ich könnte das spielen, weil es ein Joker ist. Das heißt, ich könnte die jetzt hier auf grün ausspielen und ziehe danach. Jetzt könnte ich zum Beispiel blau hier unten legen. Man versucht also immer dieselben anzulegen. Gelb könnte ich jetzt zum Beispiel dahin legen, grün könnte ich dahin legen. Und irgendwann kann ich das Ganze allerdings nicht anlegen und wenn ich das mache, muss ich die gesamte Reihe nehmen und dann ist das natürlich
natürlich Minuspunkte. Ansonsten nehme ich natürlich auch, sobald hier zu viele Karten in einer Reihe ausliegen, das Ganze. Es ist ja immer noch 6 nimmt. Das ist also die Kindervariante. Der Vorteil hier ist, dass das Ganze nicht so kompetitiv ist. Es ist schöner gestaltet, schöner illustriert. Wenn ihr da eure Kinder an so Spiele wie 6 nimmt rantrainieren wollt, ist das sicher was Schönes. Gibt schöne Karten, ist nicht sehr kompliziert, sehr schnell gespielt. Und diese 4 Karten, die bilden einfach nur die Auslage, damit man weiß, es gibt also hier 4 Reihen, wo wir also 6 Kühe nehmen. Es ist aber nicht immer nur so friedlich und freundlich und familientauglich, sondern jetzt gehen wir mal weiter, denn was ist besser als 6 nimmt? Genau, 11 nimmt. So, jetzt zeige ich dir 11 nimmt. Da ist schon mal die Besonderheit, es gibt 10 so Bullenkarten, die sind alle gleich, die legt man erstmal einfach nur zur Seite. Und dann haben wir Karten, die sehen auf den ersten Blick und auch wahrscheinlich auf den zweiten Blick ziemlich genauso aus wie die normalen 6 nimmt Karten. Das Besondere jetzt ist allerdings nicht, dass wir mit 4 Reihen starten, sondern wir starten mit 4 Stapeln. Und der Name 11 nimmt sagt schon genau das Richtige. Wir nehmen immer dann einen Stapel, wenn wir eine Karte legen, die mehr als 10 höher ist als die Karte, die schon ausliegt. Das heißt, während wir bisher Reihen gebildet haben, bilden wir jetzt Stapel. Bedeutet zum Beispiel, die 58 wäre zu hoch. Ich müsste den Stapel nehmen. 41, die könnte man jetzt hier super auf die 38 drauflegen. So weit, so gut. Der Vorteil hier ist, dass wir das Ganze jetzt natürlich deutlich platzsparender spielen. Jetzt kommt aber das Besondere, es gibt immer noch einen Nachziehstapel, also wir haben ja Karten ausgeteilt und sobald jetzt ein Haufen abgeräumt wird, bekommt derjenige eine Bullenkarte, was die kann, zeige ich gleich. Und jetzt werden 2 neue Stapel aufgedeckt. Es kommen also Stapel hinzu. Es werden immer mehr Stapel im Laufe des Spiels. Was bedeutet jetzt eine Bullenkarte? Eine Bullenkarte erlaubt es mir in meinem Zug nicht nur eine Karte auszuspielen, sondern auch noch eine zweite Karte, die ich auf einen anderen Stapel drauflegen kann. So kriege ich also meine Handkarten schneller ausgespielt. Sollte ich allerdings wieder einen Haufen abräumen, ich räume mal den ab, kriege ich erneut eine Bullenkarte. Ab jetzt kann ich also auf 3 Stapel spielen. Gleichzeitig kommen hier aber wieder 2 neue Karten, weil es wurde ja ein Stapel abgeräumt. Das heißt, hier ist so ein bisschen so exponentiell, werden es immer mehr Stapel, immer mehr Möglichkeiten und das Spiel nimmt hinten raus so ein kleines bisschen Fahrt auf. Ziel ist es natürlich weiterhin zu vermeiden, dass wir zu viele Negativpunkte haben. Besonderheit ist natürlich, es gibt maximal 10 davon. Sollte man eine nehmen sollen und es ist keine mehr da, nimmt man von dem Spieler eine, der die meisten hat und irgendwann kann es gegebenenfalls sogar einen Spieler geben, der alle von diesen Markern hat. Das wäre aber ziemlich übertrieben. Ich glaube nicht, dass eine Runde wirklich so lang dauert, vielleicht in Vollbesetzung episch. Das also 11 nimmt, aber was ist besser als 11 nimmt? Spielen wir jetzt als nächstes 12 nimmt, 13 nimmt, 15 im Quadrat nimmt und Wolfgang Kramer hat sich das auch überlegt und hat sich gedacht, weißt du was, machen wir einfach X nimmt, dann kannst du jede beliebige Zahl einsetzen. Das heißt, was ich dir jetzt als nächstes zeige, ist X nimmt. So, hier habe ich für euch X nimmt. Das Besondere ist, dass wir jetzt nur 3 Reihen haben und die haben auch eine unterschiedliche Anzahl, nämlich 3, 4 bzw. 5 Karten können hier maximal liegen. Danach nehme ich die Reihe mal wieder. Wir haben unsere Handkarten. Da sind überall X'e drauf. Ansonsten sehen die genauso aus, wie man sie kennt. Ein kleines bisschen hat sich das Artwork geändert. Hier auch das Besondere. X nimmt ist gemeinsam mit Reinhard Staupe entstanden. Das heißt, in dem Falle haben wir es jetzt mit 2 Autoren zu tun. Das heißt, hier ist das Originalspiel von Wolfgang Kramer ein kleines bisschen weiterentwickelt worden. Jeder Spieler hat auch noch eine X-Reihe persönlich für sich, wo er Karten anlegt und wie funktioniert das Ganze nun. Wir haben unsere Karten auf der Hand und spielen sie klassisch aus und irgendwann muss man wieder mal eine Reihe nehmen. Ich müsste jetzt diese Reihe nehmen, weil ich hier eine 2 ausgespielt habe. Das kann ja mal passieren. Das heißt, ich kriege die 3 Karten, die 2 wird angelegt. Was mache ich jetzt mit diesen 3 Karten? Das Coole ist, ich kann nun eine dieser Karten nehmen und kann die hier an meine Reihe packen. Das nehme ich zum Beispiel hier die 24. Die anderen Karten kommen bei mir auf die Hand. Das heißt, ich bilde in meiner Auslage eine persönliche aufsteigende Reihe. Und diese aufsteigende Reihe ist X. Das heißt, diese persönliche Reihe kann ich beliebig aufsteigen lassen. Jedes Mal, wenn ich hier eine Kartenreihe nehme,
packe ich hier eine Karte hier unten rein und lasse meine Reihe steigen, steigen und steigen. Die kann so lang werden, wie ich will. Nur irgendwann wird es mir passieren, dass sie eben nicht mehr steigen kann. Ich nehme jetzt eine Reihe und jetzt muss ich da unten abräumen. Mache ich vielleicht mit einer möglichst niedrigen Zahl, dass ich abräume. Und was heißt nun abräumen? Die abgeräumten Karten kommen jetzt hier links daneben und das sind meine tatsächlichen Minuskarten, die ich jetzt habe. Das heißt, die Sachen gehen jetzt minus. Ich starte hier eine neue X-Reihe, natürlich möglichst niedrig und auch hier wieder, wenn ich weitere Reihen abräumen muss, geht die wieder in meine X-Reihe. Was hier der Reiz an dem Spiel ist, dass ihr nicht sofort Negativpunkte habt, nur weil ihr eine Reihe abräumt, sondern ihr könnt strategisch Reihen abräumen, um euch neue, bessere Handkarten zu geben, plus Karten zu bekommen, mit denen ihr hier unten sinnvoll eure eigene Reihe nach vorne treibt. Und solange ihr eure eigene Reihe nicht abräumen müsst, habt ihr keine Negativpunkte. Hier kann man also richtig zocken. Das Problem ist nur, wenn man hier eine relativ lange Reihe hat und dann kann es einfach passieren, dass das Kartenhaus komplett zusammenfällt und man halt hier x Karten auf einmal nehmen muss, die einem natürlich richtig viel Minuspunkte am Ende des Spiels machen. Bisher waren wir in dieser ganzen 6 nimmt, 11 nimmt, x nimmt Reihe. Es gibt aber nicht nur die nimmt Reihe, sondern es gab auch passend zu den abgebildeten Tieren hier drauf, natürlich die Bullen und die Hornochsen etc. Und es gibt ein paar Sondervarianten und Sonderspiele und da möchte ich dir als nächstes auf jeden Fall mal Bullenparty und Hornochsen zeigen. Also weiter geht's mit den nächsten Varianten. So, hier habe ich dir Bullenparty mitgebracht. Das Besondere jetzt ist, wir haben es nicht mehr mit einem 6-Nimmt-Spiel zu tun, also einem direkten, sondern sind so ein bisschen im 6-Nimmt-Universum. Das heißt, die Regeln verändern sich schon sehr, gerade wenn es darum geht, zum Beispiel aufsteigende Reihen zu nehmen oder wann kann ich was nehmen. Bei Bullenparty haben wir es mit einem Beatspiel zu tun. Das heißt, wir sind mittendrin im Kuhhandel. Die Besonderheit ist, jeder bekommt eine Nullerkarte auf die Hand. Die sind verdeckt gemischt. Da gibt es nochmal Werte von A bis E, falls mehrere Nuller gespielt werden, um zu wissen, wer hat denn hier die höchste Null gespielt. Und dann hat jeder seine normalen Handkarten. Wir bieten auf die Hornochsen oder Bullen in dem Falle, denn wir wollen Punkte machen. Wir wollen einen Wertungsstapel vor uns auslegen und wir wollen Punkte machen. Je mehr Ochsensymbole drauf, umso mehr Punkte. Das heißt, wir wollen gerne solche Reihen nehmen. Um eine Reihe zu nehmen, spielen wir einfach verdeckt eine Karte aus. Zum Beispiel habe ich jetzt hier eine 13 gespielt und wenn ich der Niedrigste bin, dann darf ich mir zuerst eine Reihe aussuchen und nehme mir jetzt Karten auf die Hand. Zum Beispiel die hier. So, jetzt wäre die Karte des nächsten Spielers zum Beispiel eine 26 gewesen, der nimmt sich eine andere Reihe. Soweit, so gut. Warum nehme ich die auf die Hand? Noch bringen sie mir keine Punkte, aber am Ende der Runde, sobald alle Gebote durch sind und alle Karten versteigert sind, darf man eben von seiner Hand überzählige Karten, man hat ein Handlimit von 5 Karten plus 0, darf man nun vor sich in die Wertung bringen. Also ich bringe sie erstmal auf meine Hand und dann entscheide ich, welche Karten von der Hand möchte ich denn hier in meine Wertung bringen. Bei der Wertung muss man jetzt dann gleich ein kleines bisschen aufpassen. Jetzt sind die Reihen aber durchaus relativ kurz. Vielleicht möchte man die Reihen ein kleines bisschen länger haben und hier ist jetzt die Besonderheit, die Nuller Karte. Spielt irgendein Spieler eine 0 aus, heißt das, er bietet diese Runde quasi nicht. Das heißt, wir machen erstmal die Gebote der anderen und jetzt bedeutet eine 0, es wird eine Karte vom Stapel umgedreht und es wird entschieden, an welche Leiste diese Karte nun angelegen wird von demjenigen, der die 0 ausgespielt hat. Bei mehreren Nullen passiert das jetzt mehrfach. Jeder, der eine 0 gespielt hat, ist aber immer noch im Spiel. Der darf also jetzt weiter bieten auf die nun größeren Reihen. Der kann aber auch wieder eine 0 legen, weil er sagt, ach, die Reihe könnte doch immer noch stärker sein, ja, dann lege ich da vielleicht noch eine Karte hinzu. Sobald an einer Reihe 5 Karten liegen, darf man da nicht noch eine weitere dazu packen und es wird vor allem noch eine dieser Bonuskarten dazu gelegt. Diese Bonuskarten werden im Laufe des Spiels auch immer höherwertiger. Das heißt, es ist ja auch so ein kleines bisschen Push Your Luck, wenn man versucht, hier diese Ochsen, die ich jetzt sammeln möchte, noch ein bisschen höher zu machen oder auch Karten auf den Stapel zu legen, wo du sagst, ich weiß, dass du sie gerne hättest, ich mache dir diesen Stapel jetzt ein kleines bisschen schlechter. Und so wird so lange weitergespielt, bis eben jetzt auch hierfür mal ein Gebot gemacht wurde und diese Karten auf die Hand genommen würden, etc. Es gibt hier auch immer so viel Reihen, wie Spieler mitspielen und jetzt steht man da, sagen wir mal, das wären jetzt meine Handkarten, die ich gesammelt hätte, plus eine 0. Jetzt darf ich in die nächste Runde maximal 5 von diesen Karten mitnehmen. Die anderen kommen jetzt in einen Wertungsstapel. Und das Besondere an dem Wertungsstapel ist, der ist immer aufsteigend jetzt. Das heißt, ich packe mir hier vielleicht zum Beispiel eine 75 und eine 77 rein.
Denn der Vorteil ist, dieser Stapel hier, der ist jetzt immer aufsteigend drauf, der wäre ja jetzt schon 7 Punkte wert. Das wäre ja schon total cool. Und jetzt spielen wir halt die nächste Versteigerungsrunde und die nächste Versteigerungsrunde. Irgendwann kann es mir aber passieren, dass ich vielleicht so eine Karte wie diese 8 jetzt hier in die Wertung bringen muss. Die passt aber nicht in die Wertung. Was muss ich jetzt machen? Ich mache einfach einen neuen Stapel bei mir vorne auf. Das ist erstmal nicht so wild. Das Problem ist allerdings, am Ende des Spiels darf ich nur einen meiner Stapel werten. Alle anderen Stapel gelten jetzt als Minuspunkte. Das heißt, ich muss vielleicht ein bisschen aufpassen, wie viele und welche weiteren Stapel ich eröffne. Gleichzeitig sehen ja meine Mitspieler, haha, der hat ja schon mindestens 77, dem mache ich jetzt die Karten hier, auf die er bieten kann, besonders teuer. Das heißt, hier stehe ich natürlich in einem ganz neuen Dilemma. Was biete ich? Welche Karten behalte ich auf der Hand? Coole Sachen zum Bieten möchte ich vielleicht in die Wertung und so weiter. Also ein richtig schöner Zielkonflikt. Und am Ende gewinnt, wer hier einfach die meisten Hornochsen sammeln konnte, natürlich inklusive dieser besonderen Karten, die man hier sammeln konnte, wenn man sich traut, dass die Kartenreihen so lang werden. Das ist Bullenparty. Das Ganze ist bereits 2012 erschienen. Es gab aber davor noch eine Variante, nämlich schon 1998, also gar nicht so lang nach 6 nimmt, kam von 6 nimmt ein eigenständiges Sonderspiel, nämlich Hornochsen. Das habe ich auch rauf und runter gespielt in meiner Jugend oder späten Jugend, nenne ich es mal. Und was bei Hornochsen anders ist, das zeige ich dir jetzt. So, das ist Hornochsen von 1998. Das Besondere hier ist, je nach Spieleranzahl gibt es da einen anderen Aufbau, mit wie vielen Karten auf der Hand jeder spielt, wie viele Karten ausliegen. Das Ganze könnt ihr in der Anleitung nachlegen. Ich habe jetzt hier mal, glaube ich, für 2 Spieler aufgebaut. Das heißt, die liegen hier aufsteigend in so einem Kreis. Karten werden aber immer auf einen dieser Stapel wieder angelegt, wie man das bei 6 nimmt kennt. Zusätzlich kriegt jeder Spieler einen mal 2 und einen plus 5 Joker auf die Hand, die er im Laufe des Spiels einsetzen kann. Wie funktioniert das Ganze nun? Wenn ich drankomme, spiele ich mindestens eine Karte aus. Ich kann aber auch 2 bis 3 Karten ausspielen. Und was möchte ich erzielen? Ich möchte grüne Hornochsen sammeln. Denn der Vorteil der grünen Hornochsen ist, ha, die bringen mir positive Punkte. Endlich gibt es auch mal positive Punkte. Ich möchte also grüne Hornochsen bekommen. Das Problem ist, rote Hornochsen sind wie immer negativ. Wenn ich also eine Karte ausspiele, wie jetzt diese 36, dann ist klar, ich lege sie auf die 29 an. Ja, also immer auf die nächsthöhere Karte, aber immer niedriger als die Karte daneben. Eine 43 würde jetzt auch hier drauf kommen. Eine 11 kommt auf die 2. Ja, so weit, so gut. Es werden hier auch keine neuen Stapel gebildet. Sobald ich es hinbekomme, dass ich die 5. Karte ausspiele, wir simulieren das mal hier mit einer 55. Und was packe ich denn noch dazu? Habe ich schnell was da? Ich habe hier noch eine 54. So, sobald 5 Karten da liegen, also nicht erst mit der 6. Karte, nehme ich mir jetzt diese ganzen Punkte zu mir. Das heißt, ich hätte jetzt ganz viele Negativpunkte, aber auch viele Positivpunkte. Es kann im selben Zug auch passieren, dass man mehrere Karten halt ausspielt, dass man mehrere Häufchen bekommt. Das ist soweit absolut erlaubt. Zusätzlich darf ich ja diese Bonuskarten ausspielen. Das heißt, ich spiele hier oben zum Beispiel eine mal 2 hin. Es darf immer nur pro Stapel eine jeder Art liegen. Das heißt, eine plus 5 dürfte ich hier auch legen, aber nicht noch eine mal 2. Was bedeutet das jetzt, wenn man den Stapel nimmt? Die Punkte würden entweder verdoppelt, egal ob sie jetzt positiv oder negativ sind. Das heißt, es kann ein riesen geiler Verdoppler sein, kann aber auch richtig in die Hose gehen. Oder mit plus 5 bekomme ich halt aus dem Stand 5 positive Dinge. Wir spielen, bis man keine Handkarten mehr hat. Dann sind hier auch im Normalfall die Stapel auch weg und dann wird einfach geguckt, wer hat hier die meisten Punkte gesammelt und dann kann man natürlich noch einfach noch eine Runde spielen, noch eine Runde Best of irgendwas oder man spielt einfach nur eine Runde und schaut, wer hat da die meisten Punkte und gibt jedem einfach wieder die Joker zurück. Wie gesagt, das war so die Variante, die haben wir sehr, 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 sehr häufig gespielt, weil für uns das Coole daran war, eben nicht nur Negativsachen zu haben, wie man es jetzt bei 6 nimmt hatte, sondern eben auch die positiven Momente. Das heißt, man legt dem Gegner manchmal halt auch irgendwie ein paar Karten hin, reizt ihn, ha, willst du den Stapel wirklich nehmen? Da liegen auch ein paar Negative drin. So, ach komm, nehme ich, sind ja auch ein paar Positive dabei. Ich finde das immer ganz gut, wenn es auch was Positives gibt. Kleiner Nachteil muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es euch Farbenblinden gibt, aber Rot und Grün ist natürlich die bekannteste Farbblindenschwäche und leider ist die Symbolik exakt gleich. Das heißt, dieses Spiel ist für Farbenblinde theoretisch unspielbar, weil man einfach nicht richtig sehen kann, wann ist was positiv, wann ist was negativ. Das heißt, leider
da vielleicht eine andere 6-Nimmt-Variante ausprobieren. Das also Hornochsen, ganz eigenständiges Spiel, aber es ist nicht nur bei Kartenspielen geblieben. Ich habe euch bisher jetzt nur Kartenspielen gezeigt, aber bevor es uns ganz langweilig wird, bringe ich euch auch noch die Brettspiele aus dem 6-Nimmt-Universum, denn da schauen wir uns jetzt passend zu Hornochsen als nächstes Tanz der Hornochsen an. Na dann, Tanzbein schwingen. Tanz der Hornochsen, ein kleines Suchbild. Wie viele Hornochsen seht ihr gerade im Bild? Kleiner Tipp, da ist einer. Wer 3 gezählt hat, der hat den dicken Mann mitgezählt. Tanz der Hornochsen von 2004. Das Ganze für 2 bis 8 Spieler und jetzt in einer Brettspielversion das Thema 6 nimmt oder Hornochsen. Und hier ganz nett umgesetzt, ihr habt diese lustigen Kegelchen, auch die sind halt von 2004. Ihr merkt, damals waren Spiele noch ein bisschen anders. Ihr habt diese Reihen vor euch und ihr startet mit 4 aktiven Reihen. Jeder Spieler bekommt hier noch einen Sichtschirm und zieht sich 6 dieser Chips verdeckt hinter seinen Sichtschirm. Und wer drankommt, legt nun einen aus. Und wir haben halt wieder das Thema, du musst halt entsprechend Reihen legen. Irgendwann kannst du allerdings nicht mehr legen und legst quasi den letzten in eine Reihe. Und wenn du das machst, dann läufst du entsprechend viele Minuspunkte hier auf der Leiste. Und diese Reihe kommt quasi weg. Und du startest mit deinem gelegten Chip eine neue Reihe. Ja, es werden also immer neue Reihen gebildet und es gibt 2 Möglichkeiten, wie das Spiel endet. Entweder, wenn alle Reihen durchgespielt sind oder wenn ein Spieler bis hier hinten auf den Misthaufen gefallen ist. Der hat natürlich dann quasi das Spielende eingeläutet, hat auf jeden Fall verloren und geguckt, wer hat am wenigsten Minuspunkte. Das sind also auch wieder Minuspunkte, die wir hier laufen. Es gibt hier auch noch ein paar Sonderfelder. Man kann hier zum Beispiel in so einen Kuhhaufen treten. Sobald man hier einen seiner Chips drauflegt, kriegt man also auch nochmal 3 Minuspunkte. Lustig ist, wenn diese Reihe aktiv wird, sobald die Reihe aktiv wird, muss man immer 2 Plättchen ausspielen. Das heißt, jetzt wird es auf einmal ein bisschen trickier. Und zwar so lange, bis eben diese Felder auch alle belegt waren. Denn erst dann muss ich eben keine 2 Chips mehr spielen. Und auch hier, wenn das abgeräumt wird, starten halt wieder neue Reihen. Hier gibt es noch mehr von diesen Misthaufen. Cool ist, wenn diese Reihe kommt, denn wer hier hinkommt, der schnappt sich entsprechend positive Werte, wenn er eine Reihe abräumt. Das heißt, solange die hier sichtbar sind und ich räume eine Reihe ab, zählt die Punkte als positive Punkte. Ich laufe also wieder in die andere Richtung. Das kann ich also hier und kurz vorm Ende nochmal erreichen. Allerdings, wenn die anderen Spieler schnell sind, könnten sie ja die Felder abdecken. Wenn die die abdecken, dann gilt die Funktion also auch wieder nicht. Das ist quasi Tanz der Hornochsen. Erinnert so ein kleines bisschen an so ein paar andere Spiele wie Schnappt Hubi oder so. Nee, oder Geistertreppe, glaube ich. Nee, Geistertreppe hieß das, genau. Also solche Spiele, ein typischer Partyklassiker so ein bisschen, aber in Form eines Brettspiels. Das Ganze hier sehr schön gemacht. Und was hier wirklich vorbildlich ist, ist, dass hier auf der Rückseite die entsprechenden Regeln auch nochmal auf den Sichtschirm aufgedruckt sind. Das ist für ein Spiel, was 20 Jahre alt ist, gar nicht so typisch, dass man hier wirklich eine Spielerhilfe dazu gemacht hat. Genau, man darf maximal 9 Plättchen hinter dem Sichtschirm haben und man kann sich auch weitere Plättchen hinzukaufen. Die kosten allerdings Minuspunkte. Das ist Tanz den Hornochsen, eine Brettspielfassung, hat aus meiner Sicht mit dem eigentlichen 6 nimmt und so weiter gar nicht mehr so viel zu tun. Klar, wir legen jetzt Plättchen aus, weil für Kärtchen wäre der Platz nicht da. Es kommt so ein bisschen das Feeling durch, aber es wird jetzt hier deutlich mehr zu so einem Party-Brettspiel, was vollkommen okay ist. Ich finde es auch toll, dass man es immer noch in einer 8-Personen-Variante spielen kann. Tanz der Hornochsen ist aber schon ein kleines bisschen älter. Wenn ihr sagt, ihr steht auf 6 nimmt und wollt das Ganze wirklich mal als Brettspiel spielen, dann kann ich euch sagen, hey, 2019 kam eine 6-Nimmt-Version noch als Brettspiel raus und die schauen wir uns jetzt mal als allerletztes an, denn die baut auf Tanz der Hornochsen nochmal auf und ist als Brettspiel natürlich deutlich neumodischer als dieses Spiel, was jetzt schon 20 Jahre auf dem Buckel hat. Was man hier übrigens auch noch anmerken muss, ist, das Design ist hier von Oliver Freudenreich, also auch das gebe ich immer an, wenn es eben nicht mehr der Original-Illustrator ist. Ist klar, man hat hier irgendwie andere Viechers jetzt benutzt. Das ist okay, wenn es euch stört, weil ihr lieber Franz Hofwinkel wollt, dann holt euch halt andere Versionen, die von ihm gezeichnet wurden. So, und jetzt zum krönenden Abschluss. 6 nimmt das Brettspiel, das Ganze vor 5 Jahren rausgekommen und ihr seht schon auf den ersten Blick hier wieder mit dem Plättchen und so wie das aussieht mit den Sichtschirmen. Es sieht aus wie Tanz der Hornochsen und das kann man auch sagen, es ist vom Grundprinzip her erstmal wie Tanz der Hornochsen, aber es kann ein klein bisschen mehr, es kann aber auch ein klein bisschen weniger. Was es weniger kann, ist, es sind jetzt nur noch 6 Spieler, während Tanz der Hornochsen sogar mit bis zu 8 Spielern
Spielern ging. Grundsetup auch hier wieder das gleiche. Wir haben unsere Dinger hinter dem Sichtschirm, wir legen sie aus, wir kriegen teilweise Plus- oder Minuspunkte, je nachdem wie wir sie ausspielen. Wir müssen eine Reihe nehmen und kriegen hier Punkte. Das heißt, wir haben hier so eine Art Glückswaage. Wir können sowohl ins Positive als auch ins Negative flutschen. Es gibt auch hier wieder die Sonderregel, wenn die Reihe aktiv ist, müssen wir zwei Plättchen spielen. Wir haben diese Sonderregel hier, dass jetzt Sachen hier immer positiv zählen und so. Das kennen wir alles. Also das ist alles sehr bekannt. Was neu dazu kommt, ist eine Glücksvariante, die wir spielen können. Und zwar kommt dann ein Glücksdeck ins Spiel. Das ist hier mit diesem Kleeblatt. Und immer wenn ich unter so ein Kleeblatt lande, das ist natürlich, wenn ich negativ gehe, aber auch wenn ich positiv gehe, kann ich hier so eine Glückskarte bekommen. Die kann ich spielen. Auch hier wieder, ich kann mir dadurch 5 positiv geben oder ich kann das aktuelle, was ich genommen habe, verdoppeln. Ja, wir kennen das auch bereits schon vorhin von 6 nimmt Varianten, das Ganze hier als eine Glücksvariante mit dabei. Warum ich euch das aber trotzdem empfehle im Vergleich zu Tanz der Hornochsen, ist jetzt nicht, weil es neumodischer ist oder diese Glücksvariante dabei ist, sondern ihr könnt das Spielbrett umdrehen und bekommt dann eine Profi-Variante. Und hier geht jetzt natürlich deutlich mehr die Post ab, denn jetzt ist jedes Feld ein Aktionsfeld. Also hier ist Interaktion vorprogrammiert und was hier ganz neu reinkommt, ist zum Beispiel eine Interaktion, bei der du dir eine Karte ziehst. Es kommt jetzt dieses Kartendeck dazu mit Sonderfähigkeiten und auch hier, wenn wir uns die Sonderfähigkeiten angucken, dann kommen die uns bekannt vor. Wir haben mal wieder Stopp für eine Reihe, was wir vergeben können, können wir sogar einen Marker drauflegen. Wir haben wieder Karten, die wir vertauschen können. Wir haben wieder Karten, die abgeworfen werden, Karten, die wir neu verteilen. Also wir haben wieder Aktionen, wie wir sie auch schon von den 6 nimmt Varianten zum Beispiel der 30 Jahre Edition kennen. Hier also wirklich richtig viel Action, Karte ziehen, Plättchen nochmal bekommen, doppelte Negativpunkte, also sehr, 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 sehr viele Dinge, die hier passieren, die natürlich das zu einer richtig schönen Ärgerpartie machen, auch hier wieder mit der Waage. Und das Coole ist, wenn es einem zu ärgerlich hier wird, kann man auch hier wieder die Glücksvariante mit dazu nehmen. Auch hier sind die netten Kleeblätter aufgedruckt. Das heißt, ich kann auch hier trotzdem immer noch ein paar Glückskarten dazu bekommen, damit mein Zug nicht ganz so schlecht läuft. Das Ganze also hier quasi kein Familienspiel aus meiner Sicht. Selbst die umgedrehte Seite ist, glaube ich, für Familien nicht so gut geeignet. Ich finde, das hier ist schon deutlich eher was für eine Runde, wo es auch mal ein bisschen dreckiger am Tisch werden kann. Also ein bisschen more dirty. Und wenn ihr euch jetzt fragt nach all diesen Spielvarianten, die ich euch da vorgestellt habe, ob das 6 nimmt, X nimmt oder Hornochsen oder Brettspielvarianten ist. Ja, aber ich weiß jetzt auch immer noch nicht, was mir gefällt. Kann ich sowas nicht vielleicht auch mal ausprobieren? Ja, das kannst du. Du kannst das Ganze ausprobieren. Und wie du das Ganze ausprobieren kannst, das zeige ich dir jetzt. Denn es gibt nämlich noch mehr als nur Brettspiele. So, ich glaube, so viel 6 nimmt in einem Video habe ich noch nie gesehen, aber es ist, ihr habt es bald hinter euch. Ihr habt es wirklich bald hinter euch, denn ihr könnt das Ganze auch digital spielen. Und beide digitalen Varianten habe ich schon ausprobiert. Es gibt nämlich zum einen die App und es gibt Board Game Arena und wir gucken mal ganz kurz hinein. So, hier haben wir die App. Ich habe die auf Apple, es gibt sie aber auch für Android. Was hier wirklich cool ist, ihr könnt halt gegen den Computergegner spielen. Der ist mehr oder weniger okay. Ihr habt auch sogar einen Mehrspielermodus an einem Gerät. Das finde ich jetzt bei einem Handy nicht ganz so geil. Aber das heißt, ihr könnt hier einfach 6 nimmt, ganz gemütlich zu Hause spielen, unterwegs spielen. Und das Schöne ist, für 1,99, das ist, heißt, das ist jetzt auch kein großes Investment. So abends im Bett ein bisschen 6 nimmt. Vor allem finde ich halt spannend, dass man gegen den Computergegner spielen kann. Und hier die Bewertungen sind auch allesamt positiv. Also das kann ich sagen, das ist wirklich eine sehr gute App. Funktioniert auch auf dem Handy schon gut. Auf dem iPad sicher ein bisschen besser, weil man es dann noch ein bisschen größer haben kann. Aber ja, 6 nimmt die App. Aber wenn digital, dann halt wieder meine favorisierte Version, nämlich 6 nimmt auf Board Game Arena. Denn das Coole ist, es ist kostenfrei auf Board Game Arena. Es ist kein Premium-Spiel. Das heißt, du holst den kostenfreien Account und kannst 6 nimmt in Echtzeit zugbasiert spielen. Du kannst es mit bis zu 10 Leuten spielen. Wenn dir da Leute fehlen, komm doch einfach zu mir in die Board Game Arena Gruppe, bga.geek.de. Und ihr habt hier auch sehr viele Möglichkeiten, denn es ist dabei, die Variante rechts oder links zu legen,
also die neue Profi-Variante, nicht die alte Profi-Variante. Und ihr könnt auch hier nochmal die Taktik- bzw. die Logik-Variante, die ich euch heute auch gezeigt habe, einschalten. Das heißt, bei der Taktik-Variante sind es einfach weniger Karten, dadurch kann man mitzählen. Und bei der Logik-Variante wählst du die Karten vorm Spielen aus. Das heißt, du weißt, was jeder für Karten hat und kannst hier also noch ein bisschen genauer tüfteln, wann du welche Karte ausspielen willst. Das Ganze funktioniert hier sehr, 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 sehr gut. Es zieht sich ein kleines bisschen episch, wenn man das Ganze zugbasiert natürlich spielt, weil die gerade wenn man zu 10 zugbasiert das spielt, kann das auch mal keine Ahnung, irgendwie gefühlte 3 Monate dauern. Jetzt in der normalen Variante in Echtzeit ist das eigentlich relativ schnell runtergespielt. Hier ist es jetzt mit 18 Minuten angegeben. Würde ich jetzt auch sagen, so klassisches Kartenspiel, mal schnell zwischendurch eine Runde 6 nimmt. Und wenn du keine Freunde findest, wie gesagt, dann kommst du halt bei uns in die Gruppe. So, jetzt habe ich euch noch versprochen, dass ich mein persönliches Fazit noch mache. Ich kann euch wirklich sagen, ich bin so ein Vanilla-Typ bei 6 nimmt. Also ich habe einiges von diesen Varianten durchprobiert, manches vielleicht auch gar nicht mal intensiv getestet, weil es mich schon vom Namen her oder von der Idee her abgeschreckt hat. Ich muss sagen, das normale 6 nimmt funktioniert bei mir super. Ich brauche da kein Drafting, kein Taktik, Logik. Tralala ist für mich jetzt ein Spiel, wo ich gar nicht so viel Sonderkram brauche. Ab und an habe ich die Variante, die neue Profi-Variante gespielt, wo man auch links anlegen kann. Da platzt bei mir der Schädel. Muss ich ganz ehrlich sagen, das nimmt mir auch ein bisschen den Spielspaß aus dem Spiel. Da musst du, glaube ich, jemand sein, der das logisch mag. Ich mag es irgendwie nicht. Ich bin mit dem normalen 6 nimmt eigentlich sehr zufrieden. Die Brettspiel-Variante, gerade die neue in der fortgeschrittenen Version, finde ich aber durchaus reizvoll, weil es da so richtig auf die Fresse geht. Das ist nämlich dann nochmal ein bisschen anders wie einfach nur ein Kartenspiel am Tisch. Euer Vorteil ist, die meisten von diesen Hausregeln könnt ihr ja ausprobieren. Die könnt ihr mit einem ganz normalen Set von 6 nimmt spielen. Und wenn du jetzt sagst, oh Basti, ich habe ja gar kein 6 nimmt zu Hause, dann ist jetzt der richtige Augenblick, den Kommentar unten reinzupacken, YouTube. Schreibt mir, was ist eure Lieblings-6-Nimmt-Variante? Wenn ihr noch keine davon gespielt habt, dann schreibt mir irgendwas anderes, denn es ist vollkommen egal, was ihr schreibt. Hauptsache, ihr habt einen Kommentar geschrieben, denn jeder Kommentar nimmt an der Verlosung teil. Alle weiteren Infos findet ihr in der Videobeschreibung und ich kann sagen, wir machen jetzt auf Twitch noch ein bisschen weiter. Die haben jetzt ein paar Stunden durchgehalten, wie ich nur 6-Nimmt gezeigt habe, was wirklich okay ist. Es ist wirklich ein tolles Spiel und schön, dass es 30 Jahre gefeiert hat. Auch hier nochmal ein dickes Danke an Amigo, dass ich das hier vorstellen darf, die ganzen Varianten. Aber ich glaube, man muss nicht 18 Sachen davon haben. Also außer du bist der absolute Brettspielsammler, dann ist vielleicht dein ganzer Keller voll mit 6 nimmt. Da hat Amigo wahrscheinlich auch nichts dagegen. Aber ansonsten, ihr seid mit der klassischen Variante eigentlich ganz gut bedient. Schreibt mir doch auch gerne, ob euch das Video gefallen hat. Auch damit nehmt ihr natürlich an der Verlosung teil. Und wenn ihr mir noch ein Abo, ein Like, eine Glocke da lasst, dann erhöht das wie immer nicht die Gewinnchancen. Aber ihr habt was Gutes getan für Nachwuchsstreamer wie mich. In diesem Sinne, danke Twitch, dass ihr hier wart. Danke YouTube fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal bei All In. Tschüss. Oh, du bist noch hier? Ich dachte, ich habe das Internet gelöscht. Würde ich dir empfehlen, geh doch mal dahin. Da gibt es andere tolle Videos von mir. Oder dahin, da gibt es tolle Videos von befreundeten Kanälen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann klick doch einfach mal hier.